So, und als nächstes. Hallo, das Moment. Ministerium für Militärhygiene hat in der Silolüftung von Chima Leon schwarzen Schimmel gefunden und zur Sicherheit die gesamte Basis zerstört. Schimmel kann echt gefährlich sein. Kein Grund zur Sorge, zum Glück ist alles völlig normal, wenigstens für euch alle. Viva Medici! Ja, Viva Medici. Also, aber jetzt egal, ich suche erstmal jetzt als nächstes den nächsten Ort, den wir jetzt befreien müssen. Ich habe die Vermutung, dass das hier ist, aber das ist relativ klein für einen Ort, den wir schon befreien muss. Aber mal gucken, vielleicht ist es ja doch der Ort des Vertrauens. Vorsicht, Baum! Noch ein Baum! Ganz viele Bäume. Einfach mal durch den Dschungel. Wow. Eng. So. Das ist eine Kirche. Nein. Da oben ist so eine Kugel. Da müssen wir sogar hin. So, mal Sturzflug. Und jetzt mal... Klappt ein Looping? Klappt ein Looping eigentlich? Nein, ich habe so wenig Schwung für Looping. Sturzflug. Na, verdammt. So, dann sind wir auch jetzt schon fast da. Das ist auch schön. Hey Leute! Okay. Wie mache ich das? Das ist ja genauso wie das andere auch. Keine Granaten mehr. Ich liebe Ärger. Aber Schüsse. Einmal. Eine große Kugel kaputt machen. Die geht jetzt in meine Richtung rollt. In Richtung hier. Oh oh. Oh oh. Unterstützung ist unterwegs und müsste in Kürze bei euch sein. Oh, schöner Ball. Wir schicken zusätzliche Einheiten zu eurer Position. Auf Seite. Versteck mich. Verdammt. Ich bin Feigling. Ich versteck mich immer. So. Wer macht die ganzen Treibstoff? Machen die selber kaputt oder? So, einmal, zweimal, mach hoch, mit dem auch befreit. Ging ja mal schnell. Damit ist die sechste von sechs Ansiedlungen befreit und damit ist Lakos auch befreit. Und drei von neun. Drei von neun? Moment. Ich hab doch immer zwei. Ich hab Bayer und Lakos. Wieso drei? Muss man, dass die dritte nicht befreit habe. Naja, egal. Jetzt räumen wir erstmal wieder auf. Als erstes fangen wir an mit der Forte Grande Tour. Oh. Hol dir mal das kurz. Rakete! Hat immer schon mal vor. Och, was für eine schöne Explosion. So, dann tun wir uns kurz mal wieder auffüllen. Abwechslung ist gut. Und dann geht's auf zur Flugstunde. Perfekt. Und los geht's. Habe ich die schon mal gemacht oder nicht? Da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich habe die schon mal gemacht und habe da 67.000 Punkte gemacht. Okay. Gucken, ob wir so schlagen können. Bin mal gespannt, welcher Kurs war denn das jetzt nochmal? Ach, der mit den vielen Toren, wo es verschieden hergeht. Okay. War einfach nur geradeaus. Tiefer, tiefer, durch die Loch. Durch die Loch. Tolles Deutsch. So, großartig. Das war noch nicht mal... Oh, ja, nicht mal was geschafft. Es gibt mehrere Wege. Perfekt. Okay, gibt es nur das hier, wo ich hier durch kann. Okay, läuft bisher wieder gut. Welchen Weg suche ich denn als nächstes? Es fliegt geradeaus.
Oder wie so ein blaues Ding ist. Ach, Mann. Das sind nur 25.000, das sieht nicht gut aus, ja. Wir kommen zu schnell, zu sehr runter. Wo ich hier gerade gute Punkte hole. 40.000. Okay. Wir nähern uns wohl langsam dem Ziel. Da ist es. Aber nicht die beste Variante, die ich gewählt habe als Strecke, aber immerhin das Ziel erreicht. Gucken wir, wenn wir fünf Zahnräder haben, dann mache ich es nicht nochmal. Dab, dab, dab. 4. Wie viel brauche ich denn für 5? Machen wir das ganze Ding nämlich nochmal. Und dann schauen wir mal, wie viel ich diesmal hole, wenn ich einen anderen Weg einschlage. 65.000, wie viel... Also geschafft habe ich auf jeden Fall schon mal. Eben nochmal. Diesmal muss es funktionieren. Ich glaube, diesmal fliege ich geradeaus. Der erste Weg war, glaube ich, nicht der beste, den ich gewählt habe. Aber warum gibt es so viele verschiedene Wege? Los geht's! So, diesmal zwar direkt den ersten funktioniert. Okay, hat es gerade eben auch schon, oder? Der zweite war, glaube ich, daneben. Auch getroffen. Fliege ich mal geradeaus. Okay. Ob das geradeausfliegen jetzt wirklich so gut ist, ich wage es mal zu bezweifeln. Und diesmal nehmen wir den linken Weg. Und eigentlich relativ fies ist, so mehrere Wege zu haben. Lieber einen Weg, wo man versuchen muss, alle direkt zu treffen. Rechts, 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 komm. Oh, verdammt. Ja, ein ist ja noch verkraftbar. Ich komme mal viel schneller runter gerade eben. Das wird auch nichts. Wenn ich jetzt hier so viele Punkte wie gerade eben, und auf irgendwas falsch. Ich komme nicht hoch. Oh. Wow. Okay. Das ist irgendwie jetzt nicht so wie gerade eben. Nein. Ich habe den Kurs nicht abgeschlossen. Na. Noch ein Versuch. Einmal noch. Der erste Weg war gut. Hm. Danach fuhr ich mal rechts. Vielleicht ist rechts immer gut, auch nochmal besser. Ich glaube, da gibt es so viele verschiedene Wege, die man jetzt kombinieren kann. Ich glaube, man müsste den längsten dann mal rausfinden. Hm. Egal. Letzter Versuch. Einfach nur 65.000. Das wäre nicht so schlimm, wenn ich das schaffen würde. Okay, dann nehme ich wieder den Weg. Okay. Okay, Vorsicht! Wow! Okay, ambitionierte Rutsche. Mein großartig, wo ist denn das nächste? Warnung, abbekommen von der Strecke. Ich schieße mal ein bisschen. Ich glaube nicht, dass nämlich der Weg ist, wo ich her muss. Oder? Oh, das geht aber schnell steil weg runter hier. Oh, Backe. Naja, das wird wohl hier gar nichts. Also ich will es schaffen, hier nochmal nach oben zu kommen. Aber dafür bräuchte ich ja viel, viel Glück. Wow, wow. Wir haben noch
gute Höhe eigentlich. Normal können wir noch viele schaffen, obwohl da das Ziel schon ist. Das ist sehr nah. Das ist doof. So, das noch. Und wieder ins Wasser. Wieder nicht geschafft. Jetzt sieht man, habe ich irgendwas mit 50 wieder nur. Ja, 59 Punkte. Da müsst ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ich das noch mal am Schluss, wenn ich das Spiel komplett durch ist oder so, oder so mittendrin mal mache, noch mal. Das müsst ihr entscheiden dann. Ah, jetzt habe ich falsch, echt die falsche Taste gedrückt. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Dann eben noch mal. Mann. Wenn ich schon mal dabei bin zu fliegen, dann machen wir richtig. Oder ich mache einfach, ja, ich versuche es noch einmal kurz. Ich wollte eigentlich jetzt mal raussteigen und dann direkt dahin fliegen, wo ich hin will. Aber wenn man die Chance hat, nochmal das zu machen, dann mache ich es richtig mal. So, daher. Der Weg ist an sich besser als der geradeausweg, aber danach habe ich irgendwie den Faden verloren, verdammt. Habe ich auch einen Faden verloren gerade. So. Na, da war ich jetzt nicht, wo ich gerade eben abgewogen bin. Da geht's nämlich her. Oh Gott. So. Jetzt nämlich noch ein Weg. Oh, wie viele Wege gibt's hier denn? Probier den mal. Geil. Kann man ja stundenlang verbringen, alles Wege rauszufinden. Hoch da. Gibt's nochmal mehr Wege? Da geht's sehr steil bergab, da geht's geradeaus. So, blau finde ich gut. Blau kann ruhig bleiben. Ja, bisher gefällt mir der Weg. Aber ich verliere gerade sehr viel an Geschwindigkeit. Das gefällt mir jetzt dann nicht so. Nochmal blau. Von blau in blau. Ich glaube jetzt nicht, ich habe den perfekten Weg gefunden. Boah, ich bin am Arm. Kombiniert, kombiniert. Und da durch da. Ich glaube wieder nicht, dass ich es geschafft habe. Na. 63. Das war echt der erste Weg, der beste. Aber diesmal ist mir egal. Diesmal drücke ich die richtige Taste, nämlich auf Verlassen. Und mit dem schönen Eintauchen. So. Eine Herausforderung versuche ich noch. Hoppala, falsche Taste. So, den Mod kurz aktivieren. Ein C-Boost. Schleudern. So, jetzt. Wo ist denn was? Oh, ich bin in Bayern gelandet. Ein guter Weg erstmal. Nochmal fliegen? Nein, diesmal will ich was anderes machen. Kann ich auch teleporten? Bombe. Ich kann keinen Teleport machen. Das ist natürlich jetzt doof, weil ich jetzt mal jetzt mitten im Wasser bin. Hm. Kann ein Schiff vielleicht vorbeikommen? Okay, dann eben nicht. Alles klar. Dann geht das Ding mir frei, dass ich wieder hoch kann. Jetzt. So, auf geht's. Ja, Zeit gut zu machen. So, 1 Kilometer noch, dann schauen wir noch. In der Bombenstimmung jetzt. Geländewagen-Explosion. Das ist gleich wie irgendwie dann Leuchtturm kaputt machen oder was macht die noch kaputt? Ach, da auch. Ich sehe schon richtig. Wir sind wieder in Lakos. So. Quer durch Gestrüpp. Und landen. So, nächste Herausforderung. Geländewagen. Crashbombe.
18.000 Punkte, okay. Geht mit auf Zeit. Was ist der schnellste Weg jetzt? Ich bin gerade überlegen, welcher der schnellste Weg ist, um diese Bombe wegzumachen. Ah, okay, mein persönlicher Rekord ist 19.000. Okay. Ich nehme mal den staatlich normalen Weg. Vielleicht bringt es was. Oh Gott, ich hab da Bombe unterm Arsch. Ja genau, erstmal Alarmstufe 3, wenn ich einfach nur vorbeifahre. Wir schicken Verstärkung zu eurer Position. Oh, der Weg scheint mir gerade ein bisschen sehr lang, ne? Ich meine Abkürzung. Dafür ist es in der Geländewagen, von daher. Welche Taste muss ich drücken? Ich muss gleich wieder drücken, ne? An alle Einheiten. Findet ihr Verfolgung aufnehmen. Bam, 20.000. Im ersten Versuch direkt mal weggeballert. Ein Rekord noch. Yay, geschafft. Das war ja mal super gelaufen. 5 Sterne. Besser geht's auch gar nicht. So, was haben wir? Turbotriebwerk. Nächster Mod, Annäherungsauslöser. Bam. Oder? Ach, wenn Menschen gehen, nicht. Aber wenn ein Gegner dahin gehen, dann explodiert hier. Okay. Dann verlassen wir das mal und gucken, was wir als nächstes machen.